Mein Name ist Markus Angers. Ich bin hier im Schlosshotel Monrepo in Ludwigsburg als Rooms Division Manager tätig. Das ist die übergeordnete Funktion für den Bereich Empfang, Reservierung und Housekeeping. Und nebenher prüfe ich für die IHK den Bereich Zusatzqualifikation Hotelmanagement in Sprachen und Management. Und in dieser Funktion ist mir natürlich durchaus bewusst, dass das immer eine Drucksituation ist, und ich hoffe, ich kann ein bisschen dazu beitragen, dass sich das ein bisschen entspannt. Ich kann mich selber an meine eigene Prüfung gut erinnern. Ist natürlich schon ein paar Jahre her, lief damals ein bisschen anders ab, aber im Prinzip braucht man davor keine Angst haben. Dazu würde sich natürlich erst einmal vernünftig vorbereitet haben. Nicht? Also es geht darum, dass er weiß, wovon er spricht, und zwar das anwendet, was er sich erarbeitet hat die letzten 3 Jahre und auch diese Prüfungsvorbereitung dann entsprechend gut durchgezogen hat, sich vernünftig vorstellt bei uns. Wir achten natürlich, es geht nicht in die Benotung rein, aber es gibt halt immer keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Dementsprechend würde ich empfehlen, dass man sich auch vernünftig anzieht, wenn man zu einer Prüfung kommt. Das ist einmal im Leben, da wird das wohl noch möglich sein. Und dann ansonsten Höflichkeit, ruhig bleiben, keine Angst. Nervosität ist ganz normal, das fließt auch nicht ein, das sehen wir auch. Da unterstützt sie auch jeder Prüfer und beruhigt sie ein wenig. Bleiben Sie ruhig, erinnern Sie sich an das Gelernte, seien Sie von sich überzeugt in dem Sinne, nicht ins Arrogante abdriften, ja, und versuchen Sie einfach, sich in dieser Prüfungssituation so zu versetzen, als wäre es die Wirklichkeit. Und dann kommen Sie ganz prima damit durch. Es wird ein Gespräch, es ist kein Abfragen im klassischen Sinne, sondern es ist ein Gespräch. Und Sie müssen überzeugen in einem Gespräch, und das wird Ihnen in der Zukunft dann auch helfen.